Shazam! Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mit diesem Spiel hier. Squishy Tank. Und ja, ich geb's zu, dieses Spiel hat mich voll und ganz und zu 100% nur wegen seinem Cover angesprochen. Ich meine, es sieht fantastisch aus, so ein weicher Panzer. Ich weiß nicht allzu viel von diesem Spiel, außer dass es eine Art Puzzlespiel ist, wie beispielsweise Pokémon Shuffle oder so. Von wegen, ja, wenn da mehrere Steine mit der gleichen Farbe da sind, kannst du es anklicken und dann verschwinden sie. Irgendwie so funktioniert das, glaube ich. Nehme ich an. Das Spiel stammt, jetzt muss ich kurz spicken, kam, glaube ich, in Japan 2008 raus und in Amerika 2010. Bei uns kam das halt gar nicht raus, leider. Was weiß ich noch? Nicht allzu viel auf jeden Fall. Da steht noch Natsume. Ich nehme an, das ist der Producer oder der Entwickler, was weiß ich. Und ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen und ich freue mich auf Squishy Tank. Los geht's! Was? Links oder rechts? Ich nehme mal das linke oder so, keine Ahnung. Und dann hätte ich... Oh Gott. Oh Gott, sieht ein Panzer an mit dem Pen im Kopf drin. Ich glaube, ich muss mal das Tutorial kurz ansehen, ansonsten habe ich ein Problem. Lass Blöcke verschwinden. Drei von derselben Farbe müssen es sein. Ja, sage ich doch. Drei von derselben Farbe und dann klappt das. Der Kettentimer da. Ja, wenn der aktiv ist, kann ich halt mehr Ketten bilden und gibt es vermutlich mehr Punkte oder so. Ja, wenn wir Blöcke verschwinden lassen, dann füllt sich dieser Timer und dann kriege ich halt mehr Punkte. Alles klar. Solche Blöcke. Warum nennt er mich Fatboy? Okay, ich, dicker Typ, kann die nicht zerbrechen, also ich soll es gar nicht erst versuchen. Fokussier dich auf die normalfarbigen Dinger. Das da. Verstehe. Wenn du keine Blöcke mehr hast, kannst du das resetten, Soldat. Und zwar, wie geht das jetzt? Hast du es gesehen? Nun kannst du die Mission wieder weiterführen, die Blöcke vernichten. Aber, ja, jetzt wird halt gelernt, ne? Siehst du... Was? Siehst du irgendwas? Wenn die Zeit aus ist, dann ist Game Over. Weihnachten ist gecancelt, Soldat, ne? Das wollen wir ja nicht. Aber wenn das passiert, wird alles flackern. Und blinken scheinbar. Dann ist halt Game Over. Das wollen wir ja verhindern, nicht wahr? Ich bin dann braindead. Oh Gott. Aber es gibt Special Items. Bevor du das vergisst. Ja, ist ja schön. Drück zuerst auf das Teil da, auf den Tornado. Okay, der löst dann drei Reihen so auf. Drücke nun auf den Panzer. Wo ist mein Cursor da? Der entfernt zwei solche Reihen. Okay, ich verstehe. Was ist das? Ist wirklich süß, aber tut seinen Job. Da. Ein Babypanzer. Okay, der hat jetzt ein paar Blöcke umgefärbt, würde ich sagen. Okay, und dann gibt es noch das. Da kann ich die Blöcke quasi stoppen, wenn sie bei der richtigen Farbe sind, aber... Oh, was passiert mit dem Panzer? Oh nein. Beschwöre Jane. Sie ist der Krankenhauspanzer oder was? Was? Die will ich auch sehen. Oh, ich fühle mich unwohl. Ja. Ah, da unten, das Symbol da. Drauf tippen. Okay, dann wird alles geschaffelt scheinbar. Okay. Ein Soldat kann nicht gewinnen, wenn er sein Ziel nicht kennt. Los geht's, Private. Mir wird gesagt, wie viele ich wegmachen muss. Aha, okay, verstehe.
Das steht dann da auf der rechten Seite, alles klar. Into Quinty Blocks. Aha. Ja, ja, muss ich halt schaffen, okay. Machen wir das kurz. Das geht relativ schnell. Mir das. Ich achte nicht mal auf die Farben. Ich lasse einfach alles verschwinden, was ich habe. Ich brauche noch das und ich brauche noch was Grünes. So. Okay, ich hab's verstanden. Dann können wir mit dem Spiel beginnen, scheinbar. Story, klar. Warum nicht? Ja, wie kam der hier ins Spiel, ne? Die Klappe. Ja, ich kann nicht wechseln. Also muss ich vermutlich das erste Kapitel spielen. Ich denke mal, easy brauchen wir nicht. Wir nehmen normal. So. Hast du schon die Neuigkeiten gehört? Ja. Wir sind alle in einem Computerspiel. Ach, übrigens, hast du gehört, was für eine Art Spiel das ist? Es ist ein Spiel über Samurai-Helden, nicht wahr? Ich glaube nicht. Warum fliegen die in die Luft? Oh nein! Warum fliegen die in die Luft? Das finde ich nicht gut. War es 10-mal grün, 10-mal gelb und 10-mal lila? Okay, hier gelb, grün. Ich habe die falsche Farbe genannt, aber ist egal. Ganz viel gelb und noch einmal lila. Ich meine, das ist interessant. Rot, grün und gelb. Okay, nehmen wir rot, grün, ganz viel gelb, grün, rot, gelb, grün. Wo bin ich noch gelb? Da. Und noch ein paar rote. Da unten sind genug. Das Spiel ist gerade witzig. Okay, rot brauche ich nicht, alles andere brauche ich. Nehmen wir das, nehmen wir das. Moment, wir benutzen mal den Tornado. Dann sehe ich da ganz viel lila. Machen wir den Panzer noch. Macht der auch Blöcke weg? Eigentlich ja, oder? Das zählt aber scheinbar nicht. Shit. Nehmen wir gelb. Ah, shit, ich brauche noch grün und gelb. Wir machen noch den hier. Grün, gelb und lila. Da unten ist gelb. Doch, der Tornado scheint irgendwie zu funktionieren. Da mache ich alles außer blau. Moment. Naja, das war nichts irgendwie, oder? Scheinbar nicht. Okay, dann machen wir einfach mal ein bisschen alles weg. Da ist ganz viel grün. Da ist gelb. Da ist rot. Ich brauche grün. Brauche ich lila. Dann machen wir den Panzer. Ich brauche mehr lila. Und orange. Ja, das kriegen wir hin. Da unten ist gelb. Und da ist lila. Ich brauche noch lila. Jetzt. Bisschen stressig ist es aber. Hey, yo. Es geht, hä? Oh, hallo. Typ 90 Panzer. Warum haben wir unser eigenes Spiel nicht gekriegt, hä? Was meinst du, hä? Der Punkt ist, dieses Spiel ist zu hart für euch. Hm? Zu hart für uns? Das ist richtig. Eine kleine Explosion ist gut für euch. Nein, das gilt für uns nicht. Und der... Warum explodieren diese ganzen Squishy-Tanks? Ich find's nicht gut. Ich find's nicht gut. Oh, ich muss einmal shufflen, scheinbar. Okay, alles klar. Das schaffen wir dann einmal. Boah, grün ganz viel, blau ganz viel, rot ganz viel. Und ich werde mal kurz shufflen. Weil ich glaube, das muss ich machen. Rot haben wir da, grün haben wir da und das reicht. Ich mag's. Okay, haben wir rot, haben wir gelb, blau meine ich, nehmen wir das da. Dann werden wir kurz die Krankenschwester rufen. Verzeihung. Das ist fantastisch. Mach wieder den Panzer. Nein, wenn ich schon solche Bonusteile habe, werde ich das auch gerne nutzen. Aber irgendwie komme ich langsam in der Zeitdruck, glaube ich. Ich brauche noch ziemlich alles. Alles einsetzen, was ich habe. Aber ich glaube, wir haben ungefähr verstanden, um was es geht, oder? Ich brauche blau und ich brauche rot. Da ist noch rot. 40.
das, machen wir das, machen wir das, machen wir das, 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 dann haben wir blau, gelb, unten ganz viel lila, rot, gelb. Shit, ich shuffle mal. Ich shuffle mal, ansonsten klappt's nicht mehr. Machen wir das, 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 das. Oh nein, ich schaff's nicht, oder? Ich schaff's nicht. Ganz viel lila, ganz viel lila. Rot. Oh Gott, ich schaff's echt nicht, oder? Das, das, blau, lila, mach ich das. Blau und lila, da ist ganz viel blau. Mach mir noch das, komm. Das müsste reichen, oder? Ja. Sehr schön. Obwohl, es ist noch nicht zu Ende. Oh nein. Okay, das schreit schon nach dem. Dem, dann gelb. Nehmen wir das Rot, nehmen wir das, das Grün. Ja, ich zähle ein paar Farben auf, ne? Das ist sehr spannend. Oh nein, ich sehe keine großen Kombos mehr. Ich schaffe mal. Haben wir hier blau, rot, grün, gelb. Tornado. Das ist verdammt stressig hier. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Ich werde das wirklich nicht schaffen. Nehmen wir noch das. Da. Okay, das ist vorbei. Das ist verdammt stressig. Warum rennt die Katze jetzt mit dem Panzer weg? Nein. Aber ich kann halt wirklich keine anderen Dinge spielen, nein. Quest Mode. Was ist Quest Mode? Lass mich mal eine Quest ansehen. Ich muss 8 Blöcke wegmachen. Ja, das kriegen wir hin. War es das nicht schon? Oder muss die Zeit ablaufen? Und solche Quest-Teile sind eigentlich immer cool. Ich verstehe es nicht. Ich habe es doch schon längst geschafft. Muss die Zeit wirklich ablaufen? Das ist ein bisschen doof, wenn ja. Aber ja, ich glaube, wir haben verstanden, was es geht, oder? Aber ja, solche Quests, das macht das Spiel dann noch interessanter, glaube ich. Mache gewisse Dinge in einer gewissen Zeit und ja, das erhöht auch den Wiederspielwert. Deswegen finde ich es ziemlich gut. Ich bin gespannt, ob ich es gleich geschafft habe. Ich habe doch mehr als 8 Blöcke verschwinden lassen. Alles andere könnt ihr mir nicht erzählen. Ja komm, das waren 200.000 waren das. Ja, clear. Oh, das Bild. Oh, was? Augenbrauen sind für den Panzer verfügbar? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Kann ich irgendwo... Collection. Oh, ich kann meinen Panzer noch... Oh mein Gott. Soll es nicht kitzeln. Ich habe die Augenbrauen. Equip, ja. Oh Gott, ich liebe es. Ich habe leider noch nicht mehr. Aber ich liebe es gerade. Wegnehmen. Ich liebe es gerade. Aber Leute, ich denke, wir haben gesehen, was es geht. Ein kleines, nettes Puzzlespiel, das sehr viel Spaß macht und irgendwie mit seinem Charme sehr gut daherkommt. Leute, das war's mit Squishy Tank. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und... Was? Macht's gut oder besser. Tschüss! Ja, ich bin hier.